Herzlich willkommen zu JFTV. Gender ist das große Thema in der Jungen Freiheit. Herr Stein, was gibt's Neues in der Gender-Diskussion, dass die JF diese Woche damit aufmacht? Tatsächlich ist das ein Dauerbrenner, das Thema, ist völlig richtig. Wir haben es als Aufhänger genommen. Es gab ja in Hannover und Augsburg die Entscheidung, dass die Behördensprache der Städte hier jetzt gegendert wird. Beispielsweise, dass nicht mehr von Rednerpult, sondern von Redepult gesprochen wird oder eben nicht Lehrer oder Lehrerin, sondern Lehrende und so weiter. Also wir sehen, dass diese Ideologie in immer weitere Kreise und Lebensbereiche vordringt. Deshalb halten wir es für richtig, dass wir uns der Frage widmen. Seit 1999 in Deutschland eingeführt, die Genderwissenschaften. An zahlreichen Hochschulen gibt es Lehrstühle für ehemalige Frauen- und Lesbenreferentinnen. Wie viele Lehrstühle sind es konkret? Also es sind 185 Gender-Lehrstühle, die wir in Deutschland haben, und man muss sich schon klar machen, also seit 2009 sind 500 Millionen Euro über verschiedene Programme in diesem Bereich geflossen, und angesichts der Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, auch im internationalen Vergleich, wenn es um Patente, Forschung in der Industrie, neue Erfindungen geht, ist es völliger Wahnsinn und eine völlige Fehlsteuerung, dass wir so viel Geld und Ressourcen versenken in dieser, ja, in dieser Ideologie, die eine absolute Schnapsidee ist und die darauf hinausläuft, ja, die Gesellschaft in weiten Teilen umzuerziehen und die letztendlich darauf abzielt, auf eine Abschaffung der Geschlechter. Wenn man aber Geschlechterforschung betreiben wollte, gibt es da Alternativen? Naja, man muss vor allen Dingen vielleicht immer noch mal deutlich machen, ich erlebe es oft, dass viele Gender und Gender-Mainstreaming immer noch falsch interpretieren und meinen, naja, das wäre nur ein englischer Begriff für Gleichberechtigung, also oder Emanzipation der Frau. Und das ist ein ganz großes Missverständnis, denn selbstverständlich, das ist ja ein Konsens in der Gesellschaft, das will niemand ja in Frage stellen, dass es also eine Gleichberechtigung gibt und Männer und Frauen gleich behandelt werden sollen, sondern hier diese Gender-Ideologie behauptet ja, die Geschlechter wären soziale Konstrukte, sie werden nicht biologisch determiniert. Also muss man bis ins Letzte dafür sorgen, dass überhaupt jede geschlechtsspezifische Zuschreibung abgeschafft wird. Das führt ja aktuell auch dazu, dass sogar, glaubt man ja gar nicht, ausgerechnet in Bayern, ja in Pullach, im Vorort von München, an einer Grundschule Gender praktisch Toiletten eingerichtet werden für das dritte Geschlecht. Also das heißt, werden bereits Kinder in diesem zarten Alter von 6 bis 10 vor die Frage gestellt, dass man nicht Junge oder Mädchen ist, sondern dass man sich noch andere Optionen aussuchen muss. Und das ist also wirklich ja, obszön. Und wenn man selber Kinder hat, kann man das nachfühlen, wie empörend das ist, dass dieser Weg beschritten wird. Nochmal zurück, Herr Stein. Geht es auch die Geschlechtswissenschaften, die es ja gibt, also dass man meinetwegen Frauen in der Literatur erforscht oder Frauen in die Rolle der Frau in der Geschichte. Kann man das nicht vielleicht in anderen Studienfächern unterbringen? Sie haben völlig recht und sagen es selbst. Es hat ja diese Forschung schon vorher gegeben und sie ist genau in diesen Fachbereichen auch richtig aufgehoben. Aber ohne diese ideologische Prämisse, dass man bereits davon ausgeht, dass es keine Geschlechter mehr gibt. Ja? Und letztendlich ist es natürlich eine riesige Versorgungs- und Umverteilungsmaschine für Leute, die, man könnte auch sagen, die nicht gelernt haben, richtig zu arbeiten. Für die ist also diese Ideologie geschaffen worden, um sich gegenseitig Versorgungsposten zuzuschieben. Und das ist höchste Zeit, dass überhaupt dieser ganze Genderbereich trockengelegt wird. Also diese 185 Lehrstühle müssen abgeschafft werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt ja auf den Parteien der Regierungskoalition in Berlin. Herr Stein, was gibt's da Neues? Ja, wir haben zufälligerweise an einem Wochenende 2 Klausuren gehabt, einmal von der SPD und dann von der CDU, in der sie sich also Kernthemen gewidmet haben. Und ja, bei beiden Bereichen hat man das Gefühl, die Parteien wollen sich voneinander
emanzipieren oder schärfer Kultur zeigen. Die SPD auf der einen Seite möchte nun die Axt legen an die Hartz-Reform. Man weiß eben noch nicht, also ob nur der Begriff abgeschafft werden soll, aber es klingt alles danach, was sie beschlossen haben, dass man tiefgreifender Abschied nehmen will von diesen Reformen, die eigentlich ein großer Erfolg sind. Ja? Und auf der anderen Seite die Union oder die CDU genauer gesagt, die also an einem Wochenende aufgearbeitet hat, die Asylkrise von 2015, die Grenzöffnung, und hier sich praktisch der Kritik stellen wollte und daraus Lehren ziehen wollte. Und hat sie denn auch Lehren gezogen, die CDU? Es hieß knallharter Schnitt und knallharte Kante. Was ist Ihr Eindruck von Annegret Kramp-Karrenbauer? Ja, man hat ja gemerkt bei diesem Marathon der Veranstaltungen, die im Vorfeld des CDU-Bundesparteitages durchgeführt worden sind, dass das Thema Asylkrise das Schlüsselthema war, wo es um die Nachfolge auch im Parteivorsitz ging. Und Annegret Kramp-Karrenbauer wollte jetzt hier schauen, dass sie das Thema nochmal eingefangen kriegt und dass sie sich keinen Bogen darum macht. Das ist also, könnte man ihr anerkennend sagen, dass sie ein Forum schaffen wollte, um das jetzt nochmal auszutragen. Aber man hat, wenn man sich das jetzt anguckt, was dort geredet und beschlossen worden ist, das Gefühl, mit dieser Veranstaltung sollte das Thema wegmoderiert werden. Und ich schreibe darüber in der aktuellen Ausgabe und spieße so auf, die Bild-Zeitung hat ja geschrieben nach dieser Veranstaltung, Hammeraussage zum Thema Flüchtlinge, Kramp-Karrenbauer würde die Grenzen schließen. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist so die PR-Botschaft, auf die, die das Ganze verengt werden sollte. Ja, Kramp-Karrenbauer zeigt Kante, die CDU fährt jetzt einen schärferen Kurs in der Asylpolitik und so weiter. Aber wenn man genau hinguckt, Kramp-Karrenbauer hat das auf Nachfrage der Tagesschau gesagt. Ja, wie es denn wäre, ob sie in einer ähnlichen Situation wie 2015 überlegen könnte, die Grenzen zu schließen. Und da sagt Kramp-Karrenbauer daraufhin, naja, als Ultima Ratio, also als letztes Mittel, könnte man, wäre das durchaus denkbar. Jetzt, ja, im Grunde genommen genau das war die Situation 2015. Auch 2015 wurde das als Ultima Ratio verhandelt in der Bundesregierung und war selbstverständlich auch schon denkbar. Nur ist man damals genau zu dem Schluss gekommen, die Grenzen nicht zu schließen. Und da sind wir also genau wieder am Punkt vorher. Es fehlt an der Entschiedenheit, auch zu sagen, nicht nur als Ultima Ratio und im absoluten Ausnahmefall, sondern dass man das zielgerichteter und regelmäßiger macht, die Grenzkontrollen und die Grenzschließung. Also da gibt es keine, im Grunde genommen keine neue Position. Inwiefern halten Sie es denn dann für eine freudsche Fehlleistung, dass Frau Kramp-Karrenbauer ihre Parteifreunde mit liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten begrüßte bei dem Werkstattgespräch? Ja, das ist ja vielfach aufgespießt worden und das ist natürlich sehr lustig, weil man da dann praktisch unfreiwillig ausgesprochen sieht, wie nahe sich die beiden Parteien stehen. Und um nochmal zu der Tagung selbst zu kommen, vieles, was da gesprochen wurde, ja, man müsste eigentlich mehr abschieben und dies und das und jenes. Ja, wir wissen, dass Gesetzesänderungen nur über den Bundesrat auch durchzusetzen sind, also über die Länderkammer, und dort eine Mehrheit existiert mit grünen Beteiligungen. Das heißt, die CDU kann viel erzählen, wenn sie es nicht schafft, sich gegen diese grünen Mehrheiten im Bundesrat durchzusetzen. Also müsste die CDU eigentlich, wie ich schreibe, einen Kulturkampf gegen die Grünen führen, die ja praktisch die Hauptbremser in der Asylpolitik sind und sich dagegen sperren, dass es schärfere Gesetze gibt. Aber das macht die CDU nicht. Warum? Weil sie sich längst darauf einstellt, und die aktuellen Umfragen geben das her, dass es im Bund zu schwarz-grünen Koalitionen kommen soll. Das heißt, sie will gar keine echte Konfrontation mit den Grünen, die ja auch, ja, wie soll man sagen, metapolitisch die Lufthoheit über den Redaktionsstuben haben. Und die meisten Journalisten schreiben ja auf der Linie von den Grünen. Also sie führt keine echte grundsätzliche Auseinandersetzung. Und deshalb ist das meiner Meinung nach auch nach wie vor heiße Luft. Und die CDU steuert hier nicht wirklich um in der Asylpolitik, was aber natürlich notwendig wäre. Also kann man sagen, die Grünen bestimmen inzwischen als kleinste Oppositionspartei im Bundestag die
Zuwanderungspolitik in Deutschland? Das kann man so sagen. Also sie die sind praktisch, die Masse der Journalisten tickt so wie die Grünen. Auch viele gesellschaftlich relevante Gruppen wie die Kirchen stehen für den Open Border Kurs der Grünen. Und SPD und CDU sind praktisch der Hund, mit dem der Schwanz wedelt. Ja, und solange dort nicht also konfrontativer auch vorgegangen wird gegen diejenigen, die sich hier gegen eine schärfere Einwanderungspolitik stemmen, solange wird sich nichts ändern. Ein weiteres Thema bei uns in der Zeitung ist natürlich unser Kollege Billy Six. Wir haben immer noch den Störer auch, weil wir unseren Kollegen nicht vergessen, vorne auf der Zeitung drauf. Herr Stein, was gibt's Neues von Billy Six? Ja, wir haben erfreulicherweise gehört in der vergangenen Woche, dass es einen zweiten Besuch der deutschen Botschaft bei ihm im Gefängnis in Caracas gegeben hat und die Botschaftsangehörigen also das Telefon an Billy Six weiterreichen konnte, sodass er mit seinen Eltern sprechen konnte. Also es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber es gibt kein Hoffnungszeichen momentan, dass in absehbarer Zeit, dass er freikommt. Auf Bitten von Billy Six konnten wir, das hat er sich gewünscht, ein Paket mit Büchern packen und einigen anderen Sachen, die er sich für das Gefängnis wünscht. Das haben wir inzwischen auf den Weg gebracht. Und ich muss auch sagen, wir sind sehr überwältigt von den vielfachen Solidaritätsbekundungen, vor allen Dingen auch unserer eigenen Leser, die sich wegen Billy Six melden. Es haben auch schon viele gespendet, um also Maßnahmen zu unterstützen, die auf seine Freilassung hinarbeiten. Also wir werden nicht locker lassen. Nun hat man auch Herrn Maas deswegen angegriffen, ihm Untätigkeit vorgeworfen. Inwieweit ergreifen politische Parteien Partei für Billy Six? Ja, es gab diese Woche eine interessante Szene, Befragung im Bundestag. Und da hat also ein AfD-Abgeordneter eine Frage an den Außenminister gestellt. Und wenn man sieht, wie hier Maas antwortet, das ist schon sehr bezeichnend. In Venezuela sitzt seit dem 17. November der deutsche Reporter Billy Six in Haft, in Einzelhaft vom Geheimdienst eingekerkert. Die Bundesregierung hat in dieser Sache bisher nachweislich nichts oder sehr wenig unternommen. Die Bundesregierung will nun auf ein rechtsstaatliches Verfahren dringen, obwohl Billy Six ein unschuldiger Reporter ist, der von einem sozialistischen Diktator inhaftiert wurde. 5 Journalisten mindestens aus anderen Ländern sind inzwischen freigekommen, weil die Länder sich um ihre Journalisten gekümmert haben, um ihre Staatsbürger, dass sie freikommen. Warum unternimmt die Bundesregierung dort erkennbar so wenig und was gedenkt sie in Zukunft zu tun? Hängt es etwa an der Gesinnung von Billy Six, dass ob man sich für einen unschuldig Verfolgten einsetzt oder warum ist die Bundesregierung aus diesem Weg in Venezuela so untätig geblieben? Herr Abgeordneter, die in Ihrer Frage enthaltene Unterstellung will ich zurückweisen und das auch anhand von konkreten Ereignissen dokumentieren. Das Auswärtige Amt und die Botschaft in Caracas betreuen Billy Six konsularisch. Am 9.1. des letzten Jahres fand bereits ein erster Haftbesuch durch unseren Botschafter statt. Sie haben darauf hingewiesen, dass wir uns gegenüber den verantwortlichen Stellen für ein rechtsstaatliches Verfahren eingesetzt haben. Und die Botschaft bemüht sich auch darum, zurzeit, dass der von Herrn Six gewählte Rechtsanwalt eben auch beauftragt werden kann. Und darüber hinaus nutzen wir die übliche konsularische Betreuung auch im Fall Billy Six auf allen Gesprächskanälen. Der Botschafter hat mehrfach im Außenministerium in Caracas vorgesprochen und das Auswärtige Amt hat ein Gespräch mit dem venezolanischen Botschafter auch zu diesem Fall bereits hier in Berlin geführt. Völlig emotionslos, bürokratisch wiederholt er die altbekannten Standpunkte des Auswärtigen Amtes in der Frage. Nicht ein persönliches Wort, nicht ein persönlicher Satz von Maas selber, in dem er vielleicht deutlich machen würde, dass die Bundesregierung entschieden die Freilassung fordert. Also es ist wirklich für die Bundesregierung beschämend, dass sie sich nicht aufrafft und vor allen Dingen auch der Bundesaußenminister hier stimmgewaltiger, deutlicher die Freilassung von Billy Six zu fordern.
In der vergangenen Woche wurden ja auch französische und spanische Journalisten festgenommen. Die sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Ja, da sieht man ganz genau, was Regierungen erreichen können, wenn sie denn wirklich wollen. Also wenn diese anderen europäischen Staaten es geschafft haben, ihre Leute rauszuholen, warum schafft es die deutsche Bundesregierung nicht? Und da sieht man also wirklich ein eklatantes Versagen unserer Seite. Mehr über Billy Six und wie Sie ihn unterstützen können, erfahren Sie auf unserer Webseite www.freebilly.de. Und ich danke Ihnen wieder fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine gute Lektüre.